Im Moment braucht Deutschland ungefähr 3 Deutschlands. Wo kommen die her langfristig gesehen? Wenn eine Wirtschaftsstrategie Ressourcensicherheit nicht im Zentrum hat, sehe ich es schwierig, dass man sich aus der Stagflation retten kann. Und das ist erstaunlich für mich, wie wenig Länder auf der Welt Ressourcensicherheit als zentrales Thema in ihre Wirtschaftsstrategie einbauen. Das ist über den Daumen gepeilt die Hälfte. Das heißt, bei mir sind einfach die großen Stellschrauben, die Big Points. Ich habe keinen Autoführerschein. Ich bin noch nie in meinem Leben geflogen. Ich wohne im Mehrfamilienhaus mit guter Wärmedämmung, das heißt Niedrighausstandard. Habe eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Insofern sind die wesentlichen Punkte einfach komplett auf grün gestellt und ich kann ganz normal und entspannt weiterleben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Green und Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute zum Thema Earth Overshoot Day. Der ist am 1. August. Und wir beantworten mit Blick auf die endlichen Ressourcen der Erde die Frage, wie lebt man sparsamer? Mein Name ist Katjana Krapp. Ich bin Energiereporterin beim Handelsblatt und bevor die Folge losgeht, habe ich noch einen schnellen Tipp für Sie. Falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, können Sie nämlich unser Sommerspecial nutzen und das Handelsblatt 6 statt der üblichen 4 Wochen lang für 1 € testen. Es gibt sogar etwas zu gewinnen. Infos gibt's unter handelsblatt.com/sommer24. Und damit begrüße ich Sie aus unserem Studio in Düsseldorf. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einem Fest. Dort gibt es eine große Schale voller Pflaumen. Der Gastgeber erzählt Ihnen, dass er beim Einkauf damit gerechnet hat, dass jeder Gast 6 Pflaumen essen wird. Sie finden die Pflaumen aber so lecker, dass Sie 9 Stück essen. Das Beispiel verdeutlicht, was in den reicheren Staaten auf der Erde passiert. Wir alle feiern ein großes Fest, bei dem wir die ganze Zeit mehr konsumieren, als eigentlich für uns vorgesehen ist. Wie viel zu viel wir konsumieren, das beschreibt der sogenannte Earth Overshoot Day oder auch Erdüberlastungstag. An diesem Tag im Jahr sind weltweit alle nachhaltigen Ressourcen aufgebraucht, die das Ökosystem unserer Erde innerhalb von einem Jahr herstellen kann. Der Earth Overshoot Day kommt und geht jedes Jahr. Und es passiert nichts. Es ist wie auf dem Pflaumenfest im Beispiel. Nur weil Sie 9 statt 6 Pflaumen gegessen haben, sind nicht sofort alle Pflaumen alle. Aber es ist absehbar, sie werden aufgebraucht sein, bevor die Party vorbei ist. Und jemand anderes bekommt weniger Pflaumen, als ihm eigentlich zustehen. Sollten wir also alle weniger Pflaumen essen, um die Welt zu retten? Darüber, beziehungsweise darüber, was man tatsächlich sinnvollerweise tun kann, habe ich mit Michael Billhartz gesprochen. Er ist Experte für nachhaltigen Konsum im Umweltbundesamt und ist mal den ganzen Sommer mit einer Regentonne am Fahrrad durch Deutschland geradelt, um Menschen zum CO2-Einsparen zu bewegen. Vorher spreche ich aber noch einen alten Bekannten aus diesem Podcast. Denn wir von Handelsblatt Green & Energy haben vor genau einem Jahr schon einmal eine Folge über den Earth Overshoot Day gemacht. Und auch damals haben wir mit einem Mann gesprochen, der wie kein anderer für dieses Thema steht. Mathis Wackernagel ist der Gründer und Präsident des Global Footprint Network, das schon seit 1961 jedes Jahr den Earth Overshoot Day errechnet. Vor einem Jahr hat er in unserem Podcast gesagt: Der Wettbewerb um Ressourcen wird zunehmen und die Ressourcensituation wird enger. Jetzt schauen wir gemeinsam mit ihm darauf, wie sich die Situation seither tatsächlich entwickelt hat. Hallo Herr Wackernagel. Guten Tag. Ja, ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Ziemlich genau vor einem Jahr hat mein Kollege Kevin Knitterscheid ja schon mal mit Ihnen über den Earth Overshoot Day gesprochen. Und ich möchte Sie auch gleich gern fragen, was sich in der Zwischenzeit verändert hat. Aber vorher können Sie uns vielleicht einmal kurz daran erinnern, was sagt der Earth Overshoot Day eigentlich aus? Also was genau ist hier überlastet? Ein einfaches Konzept vom 1. Januar bis zum Earth Overshoot Day braucht die Menschheit gleich viel von der Natur, wie alle Ökosysteme des Planeten innerhalb des ganzen Jahres erneuern können. Also wir haben das Budget eigentlich schon aufgebraucht. Und das heißt, vom 1. August an dieses Jahr leben wir vom Abbau der Natur. Jetzt gibt es ja nicht nur einen globalen Earth Overshoot Day, sondern auch für jedes Land gibt es einen eigenen Erdüberlastungstag. Der Deutsche war ja schon dieses Jahr, nämlich am 2. Mai. Wie steht Deutschland denn da im internationalen Vergleich da?
Die Logik lässt sich auch auf jedes Land umsetzen. Ist ein bisschen komplexer bei den Ländern. Es gibt ja Handel, also man könnte dann den eigenen Verbrauch des Landes mit der eigenen Bierkapazität vergleichen. Wie viel hat Deutschland im Vergleich zum eigenen Verbrauch? Man kann es auch mit der Welt vergleichen. Wenn alle so wie die Deutschen leben würden und Leute in Deutschland, wann wäre dann der Earth Overshoot Day? Beide Daten sind spannend. Deutschland ist ein Land, das im Durchschnitt ungefähr gleich viel Bierkapazität hat wie die Welt. Darum sind diese Daten nahe, also das Defizit und auch dann der Overshoot des Landes. Also die europäischen Länder sind so einem ähnlichen Feld, durch gewisse Unterschiede, Einkommensunterschiede, das hat dann Konsumunterschiede in den Ländern, auch wie die Elektrizität produziert wird, also mit mehr CO2 oder mit weniger CO2. Da gibt es schon gewisse Unterschiede, aber Europa liegt ähnlich in diesem Feld. Viele der Länder Europas sind so im Mai mit ihrem Overshoot Day. Wird da jedes Land eigentlich nur an seinen eigenen Ressourcen gemessen? Also wenn ein Land besonders viele Ressourcen hat, darf es dann auch besonders viel verbrauchen? Oder misst man das an den Ressourcen, die weltweit zur Verfügung stehen? Wir sind nicht normative, wir schreiben, was ist. Das ist wie beim Geldzählen. Wir sind keine Moralisten. Das heißt, ja, also wer mehr Ressourcen zur Verfügung hat, der kann auch mehr verbrauchen, wenn es um den Overshoot Day geht jedenfalls. Wir messen nur, was ist. Also wir zeigen, wie viel wird gebraucht und wie viel gibt es. Ob wir das mit der Welt vergleichen wollen oder mit dem eigenen Land, das muss jedes Land selbst entscheiden. Also ich denke, vom ökonomischen Risiko ist es natürlich, wenn wir mehr brauchen, als wir selbst im Land haben, muss das von irgendwoher kommen. Das ist nicht immer sichergestellt. Ungefähr 72% der Weltbevölkerung heutzutage lebt schon in Ländern, die ein doppeltes Dilemma haben. Auf dem einen brauchen sie mehr, als das eigene Land erneuern kann. Und auch ist deren Einkommen weniger als das Welteinkommen. Das bedeutet, dass wenn wir weniger einnehmen als der Durchschnitt der Welt, ist es schwieriger von den anderen mehr zu kaufen, als die anderen von uns kaufen können. Das heißt also nicht die Ressourcensicherheit im eigenen Land zu haben und dann auch nicht das Geld, um entsprechende Ressourcen zuzukaufen langfristig, stellt eine große Herausforderung dar für das Land. Und lässt sich denn sagen, welche Ressource da besonders ins Gewicht fällt, wenn man zum Beispiel einen sehr frühen Earth Overshoot Day hat, also wenn man zum Beispiel sehr früh alle Ressourcen aufgebraucht hat? Wir haben eine biologische Weltsicht. Wir glauben, dass die Erneuerbarkeit der Ökosysteme das engste Ressourcennadelöhr ist, sozusagen, weil wir alle im Wettbewerb stehen um diese Ressourcen, um die Erneuerbarkeit der Natur. Also auch die Nutzung der fossilen Energie ist eigentlich durch die Erneuerbarkeit der Ökosysteme beschränkt, denn es gibt sehr viel fossile Energie noch unter dem Boden, aber zu wenig Kapazität der Biosphäre, um dieses CO2 dann aufzunehmen. Also wir sind eigentlich in der Konkurrenz, also Essen ist eine Konkurrenz mit CO2-Aufnahme, aber auch sogar, wenn wir an Minen denken, also das, wenn wir Mineralien wollen, gibt es auch sehr viel im Boden, aber das hat eben auch einen Impact auf die Biosphäre. Wie viel Biosphäre wollen wir dafür aufgeben, um entsprechend Lithium oder was immer wir wollen von der Erde aus dem Boden zu graben? Und kann man das runterbrechen, wenn ich jetzt als einzelne Person mir denke, ich verbrauche offensichtlich im Schnitt zu viele Ressourcen? Was genau verbrauche ich denn da zu viel? Weltweit gesehen ist der größte Druck auf die Erde sind die CO2-Emissionen. Das sind ungefähr 60% des globalen Footprints kommen von den Emissionen der fossilen Energie. Also die fossile Energie erlaubt uns, viel zu brauchen. Wir sehen da die Limiten nicht ganz. Wir denken, wir leben in einem Ökosystem, das sehr produktiv ist, in dem wir die fossile Energie als Substitut nehmen können. Also zum Beispiel viele der Fasern, die wir tragen, sind ja aus fossiler Energie. Wir heizen, kühlen die Häuser, wir fahren herum mit fossiler Energie. In vielen Orten wird auch sehr viel der Elektrizität mit fossiler Energie produziert. Das heißt, wir sind sehr abhängig von dieser speziellen Ressource. Aber wenn wir dann aus dieser Ressource weg wollen, das sagen wir ja, wir wollen Net Zero werden, dann wird der Druck wahrscheinlich woanders hingehen, wenn wir nicht vorsichtig sind. Darum denken wir, müssen das ganze Budget anschauen. Wir müssen schauen, wie viel brauchen wir im Vergleich zu, was die Erde erneuern kann. Das ist das ultimative Budget, mit dem wir leben.
Okay, und lassen Sie uns mal auf den Vergleich zum vergangenen Jahr schauen. Die Erdressourcen sind ja in diesem Jahr noch einen Tag früher verbraucht, nämlich am 1. August statt am 2. August wie vor einem Jahr. Ist das ein großer Sprung oder ist das eher ein kleiner Sprung? Was ist da so normal? Wie schnell schreitet es von Jahr zu Jahr voran? Was normal ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Wir glauben, es sei normal, weil wir schon seit den frühen 70er Jahren mehr nutzen, als die Erde erneuern können. Overshoot, also die Übernutzung der Erde, ist zeitbeschränkt. Die wird aufhören. Die Frage ist, wie? Hört sie auf durch Design, also dass wir uns selbst entscheiden, wie wir mit dem Budget der Natur umgehen, oder wir Desaster, also dass die Natur eigentlich dann uns aufdoktriniert, wie der Overshoot zu Ende kommt. Aufhören wird es. Also von dem her ist Overshoot keine normale Phase, in dem her gesehen ist es eine lange Phase vielleicht, aber aufhören wird es. Was sind denn die wahrscheinlichsten Szenarien, die denkbar sind, durch die es aufhört? Oder was vermuten Sie, was die ersten spürbaren Konsequenzen sind? Also ökonomisch ausgedrückt gibt es da schon Konsequenzen. Das heißt Stagflation. Also wenn wir mehr brauchen, als die Erde erneuern kann, das heißt, es wird immer schwieriger, die Ressourcen zu bekommen. Das heißt, es wird teurer. Also Inflation ist der Teil. Inflation bedeutet eben auch, es wird schwieriger, die Läden zu füllen, physisch. Also das Gleiche wird dann teurer. Gleichzeitig, wenn unsere Wirtschaft auf diese neue Situation nicht angepasst ist, dann wird der Wert der Unternehmen und der Aktivitäten, der Städte, die eben nicht auf diese Zukunft vorbereitet sind, sinken. Das heißt, wir haben einen Wertezerfall gleichzeitig mit Kostenerhöhung. Das heißt dann eben Stagflation. Wirtschaftliche Reaktion auf Overshoot. Aber das muss nicht so sein. Wir könnten uns auch auf diese Zukunft vorbereiten. Die wesentlichste Frage, denke ich, das ökonomisch gesprochen, ist eigentlich zu sagen, was wird wertvoll? Denn wir wissen, wie die Zukunft sein wird. Der Trend scheint sich nicht stark zu ändern. Das heißt, die Zukunft wird viel mehr bestimmt durch Klimawandel und Ressourcenknappheit. Und da kommt eben die Frage, was wird wertvoll in einer solchen Zukunft? Eine eigentlich offensichtliche Frage. Was wird wertvoll? Das sind Dinge, die in dieser Zukunft funktionieren können. Was kann in dieser Zukunft funktionieren? Das sind Dinge, die, wenn es mehr davon gibt, der Druck auf die Erde abnimmt. Das sind die wertvollsten Dinge. Auf die Frage würde ich gleich gerne nochmal zurückkommen mit dem Wert. Das finde ich nämlich auch einen sehr spannenden Aspekt. Aber vorher nochmal kurz die Nachfrage. Wie schnell schreitet denn dieser Earth Overshoot Day voran? Also wir sehen ja seit Jahren, haben uns schon fast daran gewöhnt, wie Sie sagen, dass es eben immer früher im Jahr quasi die Ressourcen aufgebraucht sind. Geht das in letzter Zeit schneller oder langsamer? Eigentlich sollte es sich ja am besten rückwärts bewegen. Ja, am besten würde es sich rückwärts bewegen. Ein Tag ist natürlich wenig im Verhältnis. Es ist vielleicht schon gar statistisch knapp genau zu bestimmen, wie das so ungefähr ist. Aber es scheint, also die Tendenz ist flach, aber flach auf einem unangenehmen Niveau. Also wie mit Geld, wenn wir jedes Jahr 50% mehr ausgeben, als wir einnehmen zum Beispiel. Also mit der Erde machen wir es bei 70%. Also wenn wir jedes Jahr mit Geld 70% mehr ausgeben, als wir einnehmen, dann sagen, dieses Jahr ist nur 69%. Wahrscheinlich auch noch nicht gut genug. Also es ist ja ein kumulativer Prozess. Also der Druck auf die Erde ist nicht, wie viel wir letztes Jahr ausgegeben haben, sondern es ist die Akkumulation des Defizits über die Zeit. Das ist der Druck. Und aktuell haben wir eine Wirtschaftsflaute, speziell in Deutschland, auch in Europa. Denken Sie, dass sich das auf den Earth Overshoot Day im nächsten Jahr auswirkt? Weil wenn weniger produziert wird, wird ja auch erstmal weniger verbraucht und weniger CO2 ausgestoßen. Also könnten wir im nächsten Jahr sehen, dass der Earth Overshoot Day tatsächlich wieder weiter nach hinten rückt? Wir haben ja die Zahlen seit 1961. Dank der Vereinten Nationen gibt es Zahlensätze der ganzen Welt, die ungefähr konsistent sind. Und da sieht man, wie sich so die Landesdynamik bewegt. Und oft, vor allem auch weltweit gesehen, sind die Abnahmen eher durch Desaster als Design bestimmt. Also das eben, wenn eine Finanzkrise nimmt dann die ökonomischen Aktivitäten ab, oder als wir Covid hatten, sind die Leute zu Hause geblieben und der Ressourcenkonsum hat dann kurzfristig auch abgenommen und so weiter. Es gibt auch langfristige Tendenzen, also in Deutschland gibt es die Energiewende, das sieht man auch, wenn man die Kurven anschaut, dass er wieder eine langsame Verkleinerung des
Fußabdrucks von Deutschland stattfindet, langsam im Vergleich auf einem sehr hohen Niveau, aber da gibt es auch Designanstrengungen. Mhm. Okay, das heißt, es ist also eigentlich weniger unser erfolgreicher Klimaschutz, der da hilft. Der ist langsam. Also den gibt's und der ist sehr langsam im Verhältnis. Aber man hat ja das Gefühl, es gibt schon sehr starke Klimaschutzbemühungen an allen Ecken und Enden und auch Plastikregulierung und so weiter. Wie kann das denn eigentlich sein, dass das nicht hilft? Es ist einfach langsam. Ich glaube, wir stellen das immer noch als Kostenpunkt vor. Wir denken, Klimaschutz ist ein Kosten. Wieso soll sich Deutschland aufgeben für die Welt? Ich denke, die Frage ist genau umgekehrt. Im Moment braucht Deutschland ungefähr 3 Deutschlands. Wo kommen die her langfristig gesehen? Von mir aus gesehen, das ist für mich so der Lackmustest der Wirtschaftsstrategien. Wenn eine Wirtschaftsstrategie Ressourcensicherheit nicht im Zentrum hat, sehe ich es schwierig, dass man sich aus der Stagflation retten kann. Und das ist erstaunlich für mich, wie wenig Länder auf der Welt Ressourcensicherheit als zentrales Thema in ihre Wirtschaftsstrategie einbauen. Und da sind wir wieder bei dem Stichpunkt, den Sie vorhin schon genannt hatten. Also wie sollte man sich darauf vorbereiten und was wird wertvoll? Das hatten Sie letztes Jahr auch kurz angesprochen in unserem Podcast und ich fand es sehr interessant und wollte da gerne nochmal etwas näher drauf eingehen. Denn da sagten Sie als Tipp sozusagen nicht, irgendwie, wir müssen uns jetzt alle zusammenreißen und weniger konsumieren, sondern Sie sagten, wir sollten in ressourcensichere Dinge investieren. Erklären Sie mal, was heißt das denn? Eben ist nicht der moralische Druck. Keiner muss müssen. Es hat einfach Konsequenzen. Wenn wir haben 100% Kontrolle über, wie wir uns auf die Zukunft vorbereiten. Was wollen wir? Und ich denke, es ist nützlich, darüber nachzudenken, was wertvoll sein wird. Denn wir können unsere Städte, unsere Unternehmen, unsere Infrastruktur nicht von einem Tag auf den anderen vorbereiten. Das hat lange Zeit. Die Zukunft kommt schneller auf uns zu, als wir unsere physische Infrastruktur auf diese Zukunft vorbereiten können. Also eigentlich sind wir schon spät im Rennen. Das heißt, es lohnt sich, sich zu überlegen, wie wollen wir jeden Euro ausgeben? Bauen wir uns die Zukunft, die wir wollen oder nicht? Also zum Beispiel jetzt, wenn wir Windmühlen bauen, als Beispiel, die brauchen auch Energie, um gebaut zu werden. Aber wenn die dann die fossile Energie verdrängen, dann wird die Einsparung der fossilen Energie höher sein als die Ressourcen, die es brauchen, die Windmühlen zu bauen. Das heißt, netto gesprochen, wird der Druck abnehmen. Das heißt, diese Art von Infrastruktur wird dann Wert gewinnen im Durchschnitt und eben diese Dinge, die, wenn wir sie bauen, dann noch mehr Ressourcen nutzen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mehr Autos bauen, dann die mehr Autos sie brauchen, dann weiter Ressourcen, um herumzufahren. Da wird wahrscheinlich der Wert eher verschwinden. Und wie kann ich als Privatperson sozusagen in ressourcensichere Dinge investieren? Jede Ausgabe ist eine Investition. Wo leben wir? Wenn wir in Orten leben, die sehr transportabhängig sind, das heißt, dann kaufen wir uns ein ressourcenintensives Leben zum Beispiel. Wenn unser Haus energieintensiv ist, nicht gut isoliert zum Beispiel, das ist eben auch, das hängt unser Leben von großem Ressourcenstrom ab. Gewisse Leute sind auch Investoren, also wir haben Pensionskassen zum Teil. Wenn unsere Investitionen Dinge kaufen, die eben auch ressourcenintensiv sind, langfristig gesehen werden die den Wert nicht so einfach halten können. Das heißt also, am besten stecke ich mein Geld da rein, dass ich irgendwo wohne, wo mein Haus nicht viel oder meine Wohnung nicht viel Energie verbraucht, wo ich nicht so sehr auf öffentliche Verkehrsmittel oder Auto angewiesen bin, um lange Strecken zu fahren, weil das alles Energie verbraucht, um auf der sicheren Seite zu sein. Genau, also diese systemischen Dinge, wir entscheiden uns ja nicht jeden Tag, wie wir genau konsumieren. Also viel wird bestimmt durch, wo wir leben, in welcher Stadt und unsere Routinen und so weiter. Wenn wir uns Routinen aufbauen, die eben nicht so ressourcenabhängig sind, dann sind wir diesem Trend weniger exponiert. Also eigentlich haben wir viel in der Hand. Alles klar, vielen Dank für die Tipps, Herr Wackernagel. Hat mich gefreut. Mich auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie eingangs versprochen, wir sprechen gleich noch genauer darüber, was man eigentlich alles tun kann, wenn man weniger Ressourcen verbrauchen will. Man will sich ja nicht mit Kleinkram aufhalten, der am Ende gar nichts bringt. Unser nächster Gast ist bei diesem Thema der beste Experte, den man sich nur wünschen kann. Es geht um Michael Billhartz.
Er arbeitet beim Umweltbundesamt und steht unter anderem hinter dem CO2-Rechner, den Sie vielleicht auch kennen. Damit kann man sich selbst ausrechnen, wie viel CO2 man verursacht und sich mit dem deutschen Durchschnitt vergleichen. Außerdem ist er Sprecher der Initiative 3 fürs Klima. Die will anderen Menschen helfen, etwas gegen den Klimawandel zu bewirken. 2021 hat er zu diesem Zweck mal eine tausende Kilometer lange Radtour quer durchs Land gemacht. Guten Tag, Herr Billertz. Schönen guten Tag, Frau Grab. Ja, als wir uns für dieses Gespräch verabredet haben via Mail, da stand unter Ihrer Mail klimaneutrale Grüße. Sind Sie denn komplett klimaneutral? Ich persönlich lebe seit vielen Jahren klimaneutral. Das heißt, die Restemissionen, die ich pro Jahr noch verursache, das sind rund 5 Tonnen pro Jahr, die gleiche ich aus über Spenden an Klimaschutzprojekte, die quantifizierte Mengen an CO2 einsparen. Sagen Sie kurz, 5 Tonnen pro Jahr, wie viel ist das so im Vergleich zum deutschen Durchschnitt? Das ist über den Daumen gepeilt die Hälfte. Das heißt, bei mir sind einfach die großen Stellschrauben, die Big Points. Ich habe keinen Autoführerschein. Ich bin noch nie in meinem Leben geflogen. Ich wohne im Mehrfamilienhaus mit guter Wärmedämmung, das heißt Niedrighausstandard. Habe eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Insofern sind die wesentlichen Punkte einfach komplett auf grün gestellt und ich kann ganz normal und entspannt weiterleben. Das klingt jetzt aber gar nicht so krass, wie ich mir das klimaneutrale Leben vorgestellt hätte, vielleicht bis auf die Sache mit dem nie fliegen. Ist es also eigentlich gar nicht so schwer, klimaneutral zu leben, beziehungsweise 5 Tonnen, die man dann natürlich noch kompensieren muss, aber es ist immerhin ja halb so viel, wie andere emittieren? Also der entscheidende Punkt ist natürlich, es kommt immer auf die persönlichen Voraussetzungen an. Also wo wohnt man, welche Freiheiten hat man, ist man Hausbesitzer, ist man kein Hausbesitzer, hat man Familie und dadurch auch ganz andere Verpflichtungen, wo ist die Verwandtschaft. Also wenn ich ein soziales Netzwerk habe, das über die Welt verteilt ist, dann komme ich natürlich nicht weit, wenn ich sage, ich fliege nicht. Umgekehrt, wenn ich Mieter bin, kann ich nicht über die Wärmedämmung entscheiden. Aber wir haben immer Zeitfenster, sei es Umzug, sei es Haussanierung. Und da haben wir die Möglichkeit, an diesen Big Points tatsächlich auch ranzugehen. Denn der entscheidende Punkt ist wirklich, Klimaneutralität, klimaneutral leben ist nicht so eine Einmalaktion. Jetzt muss ich mein Leben auf den Kopf stellen und dann ist alles gut und dann muss es sozusagen an allen Ecken quietschen. Nee, sondern da geht es darum, entscheidende Strukturentscheidungen im Alltag wie auch im Großen in der Politik zu treffen. Das heißt, das einmal gedämmte Haus ist eben eine Einmalaktion, braucht Aufwand, aber wenn es gemacht ist, dann sind die nächsten 40, 50 Jahre einfach mit geringem Heizenergieverbrauch, die Wärmepumpe, das E-Auto, die Carsharing-Mitgliedschaft oder eben auch so eine Entscheidung, dauerhaft beim Verein wie 3 fürs Klima seinen Lebensstil zu kompensieren, einmal gemacht und da muss ich nicht mehr dran denken und es passiert automatisch. Und ich denke, das ist die Kunst beim klimafreundlichen, klimaneutralen Leben, diese Rahmenbedingungen so zu ändern, dass sie für uns mitdenken. Und wie viel Geld geben Sie dann noch für die Kompensation aus, um diese restlichen 5 Tonnen zu kompensieren? Bei den Angeboten zur freiwilligen Kompensation gibt es in der Regel große Spannbreiten von unter 20 Euro bis 200, 300 und mehr Euro, je nachdem, welche Technik, welches Verfahren, welche Art man wählt. Aber klassische Spenden an Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern, die quantitativ entsprechend eine Tonne einsparen, kommen in Deutschland auf einen Spendenbeitrag von rund 25 Euro. Für eine Tonne? Für eine Tonne. Das heißt mal 5 dann bei Ihnen? Genau, 125 Euro an gemeinnützige Organisationen gespendet. Das heißt, je nach Steuersatz kriegt man sogar einen Teil wieder zurück. Es gibt Projekte, die inzwischen mit negativen Emissionen arbeiten. Das heißt, versuchen nicht nur CO2 bei anderen Projekten zu verringern, den CO2-Ausstoß zu verringern, sondern tatsächlich auch wieder CO2 aus der Luft zurückzuholen. Eben Stichwort Pflanzenkohle zu sagen, okay, wir binden diesen Kohlenstoff, der in den Pflanzen ist, dauerhaft. Dann bin ich in Deutschland bei Preisen irgendwo bei 150 bis 200 Euro die Tonne. Wenn ich technische CO2-Rückholung betrachte, dann geht es schon Richtung 1000 Euro bald.
Und ist es denn sozusagen okay, sich da für das Günstige zu entscheiden? Also diese Klimakompensationsprojekte stehen ja auch oft in der Kritik, weil man eben nicht so genau weiß, ob dieses Geld dann ganz sicher auch wirklich eine Tonne CO2 einspart und ob das auch wirklich nachhaltig ist. Also Stichwort Wald, der dann irgendwann vielleicht wieder niederbrennt und dann ist es doch nicht eingespart worden. Also kann man da einfach Preise vergleichen und die günstigste Kompensation wählen? Einfach Preise vergleichen würde ich nicht empfehlen. Stichpunkt ist tatsächlich Qualität. Und da ist wirklich das Gleiche wie bei jeder Spende, die ich tätige. Ich muss schauen, ist die Organisation vertrauenswürdig? Was hat sie in der Vergangenheit bisher gemacht? Meine Empfehlung wäre, in diesem Bereich für VerbraucherInnen einfach zu sagen, okay, ich schaue gemeinnützige Organisationen an. Im Kompensationsmarkt gibt es auch ganz viel konventionelle Unternehmen, was für andere Unternehmen, die sowas suchen, auch okay ist, aber für den Verbraucher, für die Verbraucherin ist die Empfehlung, gemeinnützige Organisation auswählen und dann ist die Vielfalt schon mal deutlich reduziert. Auf die Projektseite schauen. Wir haben in dem Verein, wo ich Vorstand bin, 3 fürs Klima, nehmen wir das ein bisschen den Leuten auch ab und haben so eine Art Mix entwickelt, wo wir gezielt mit 6, 7 gemeinnützigen Organisationen zusammenarbeiten und sagen, wir bieten einen Tonnenmix, wo ein bisschen Pflanzenkohle drin ist, wo Aufforstung drin ist, wo Agroforst drin ist, wo Solarenergie drin ist, aber eben mit seriösen und lang etablierten Partnern. Aber es ist wie bei der Geldanlage, man kann daraus sozusagen eine Wissenschaft daraus machen. Also bei der Geldanlage kann man sich den ganzen Tag damit beschäftigen oder man kann halt auch ein bisschen delegieren, sagen, ich habe die Bank meines Vertrauens, die hat einen Fonds, der passt und im Groben passt's. Sie sind ja auch vor 2, 3 Jahren mal mit dem Fahrrad quer durch Deutschland geradelt, um auf diese Themen aufmerksam zu machen. Wie muss man sich das vorstellen? Also was haben Sie da genau gemacht und wie macht man durch so eine Aktion Leute auf so ein Thema aufmerksam und bringt die dazu, wirklich was zu verändern? Wir hatten vor 3 Jahren mit dem Verein 3 fürs Klima die Klimawette gestartet, hatten die Idee, dass wir 1 Million Menschen gewinnen, die 1 Tonne CO2 zusätzlich einsparen, sei es durch eigene Maßnahmen im Alltag oder eben durch eine Spende an ein Klimaschutzprojekt in Höhe von 25 Euro. Das ist, denke ich, der erste Punkt. Man braucht eine gute Idee, eine Idee, die andere Leute gut finden, die Medien gut finden. Und wenn man dann auch noch bereit ist, persönliche Leistung zu bringen, und das habe ich vor 3 Jahren gesagt, okay, um die Kampagne noch ein bisschen in die Breite zu bringen, steige ich aufs Fahrrad, nehme 3,5 Monate Auszeit und fahre in meiner Freizeit 7000 Kilometer mit dem Lastenrad in einzelne Kommunen. Es waren 189 Kommunen am Ende, die ich besucht hatte und jeweils die BürgermeisterInnen, KlimaschutzmanagerInnen herausgefordert habe, bei der Klimawette mitzumachen. Aber die Grundidee der ganzen Aktion ist eigentlich zu zeigen, diese Debatte immer, die eigentlich bei den meisten Diskussionen aufkommt, bringt es überhaupt was, wenn der Einzelne etwas tut, müsste nicht der Staat oder die Wirtschaft aktiv werden? Da möchten wir ein positives Bild dagegen setzen und zeigen, doch, auch und gerade die Einzelnen können tonnenweise CO2 einsparen. Und da lohnt sich es vor allem ein bisschen, also in dieser Vielfalt von Möglichkeiten, die wir ja als Einzelne haben, Orientierung reinzubringen. Denn die Frage ist ja weniger, kann ich was tun, sondern was soll ich von den Hunderten von Möglichkeiten, die ich tun kann, denn eigentlich Besonderes tun oder was sind die Dinge, die den Unterschied machen? Und wenn man da einen Schritt zurückgeht und schaut, was sind denn eigentlich die grundlegenden Möglichkeiten, die wir Einzelne haben, dann kann man feststellen, okay, das sind 3 Schritte, 3 Möglichkeiten. Ich kann den eigenen Fußabdruck reduzieren, ich kann bilanzieren und die Restemissionen kompensieren als zweites und ich kann als drittes eben aber auch mit anderen und bei anderen CO2 einsparen durch Engagement am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Öffentlichkeit, durch Geldanlage oder eben auch durch die finanzielle Unterstützung von Umweltorganisationen und Initiativen. Und wenn man diesen Dreiklang fürs Klima eben parat hat, dann kommt man auch nicht so in diese Frustecke, dass man denkt, ja, was, ich habe schon alles eingespart, ich kriege meinen Fußabdruck nicht weiter runter. Nee, wir haben 3 Möglichkeiten, wenn es an der einen Stelle nicht weitergeht, weil ich die Kompetenz nicht habe, weil ich das Geld nicht habe, weil ich die Möglichkeit nicht habe, dann habe ich andere Möglichkeiten. Und das ist die Botschaft, die wir mit der Klimawette vor 3 Jahren auch unter die Leute gebracht haben.
Und Sie haben ja auf Ihrer Website, dieklimawette.de, auch konkrete Tipps zusammengestellt, wie man weniger CO2 selber ausstoßen kann. Aber viele davon sind ja schon entweder damit zusammenhängend, dass man mehr Geld ausgibt oder dass man irgendwie einen Verzicht leistet. Also zum Beispiel, ich kaufe Ökostrom, gebe dann wahrscheinlich etwas mehr Geld aus oder ich mache Carsharing, statt dass ich ein eigenes Auto fahre. Mein Eindruck ist, dass viele Menschen gerade in der Zeit steigender Energiepreise nicht so eine große Bereitschaft haben, jetzt mehr zu bezahlen oder auf irgendwie noch mehr zu verzichten. Wie geht man denn mit diesem Dilemma um? Ich denke, das Wichtigste ist, die Fakten auf den Tisch zu legen. Und Sie haben ein schönes Stichwort gebracht. Sie haben zwei Dinge genannt, Carsharing und Ökostrom. Das eine, da reden wir um geringen Aufpreis, wenn ich Ökostrom beziehe, aber wirklich geringen. Beim Carsharing reden wir über viel Geld einsparen. Also wenn wir uns anschauen, dass die Hälfte der Autos in Deutschland 30.000 Euro und mehr kosten im Neuwagensegment, wenn wir uns gucken, was Küchen heutzutage kosten, was da ausgegeben wird und dann wird gar nicht drin gekocht, ist der Punkt Carsharing, da kann ich ziemlich viel Geld einsparen. Viele Umweltmaßnahmen, energieeffiziente Geräte, die Spardusche, also der Sparduschkopf, kleineres Auto, ganz simpel. Also das ist gut für die Umwelt, aber auch gut für meinen Geldbeutel. Und da müssen wir uns schon an die eigene Nase fassen. Es ist nicht so, dass Umweltschutz teuer wäre, sondern es ist so, wir müssen drüber nachdenken, ehrlich drüber nachdenken und reflektieren, was ist uns was wert. Also das sind Entscheidungen, Abwägungen, aber es ist nicht die Umwelt, die teuer ist. Vor allem ist es so, Menschen mit geringerem Einkommen haben in der Regel einen deutlich geringeren Fußabdruck als reichere Personen. Das heißt, auch da geht es parallel. Reichere Personen haben mehr CO2-Ausstoß, aber auch mehr Möglichkeiten, aktiv zu werden in der Geldanlage. Stichwort Windenergie, Stichwort Risikokapital in fortschrittliche Unternehmen oder Batterietechnologie, wo man investieren kann. Stichwort Wärmedämmung bei eigenen Häusern, Stichwort PV-Anlage. Und das letzte Stichpunkt, wo wir auch merken, das funktioniert nicht, die Gleichung, dass konventionell billig wäre und ökoteuer, Stichwort Photovoltaik, haben wir ja genau den Wandel erreicht, dass Photovoltaik inzwischen so günstig ist für viele Menschen, die günstigste Art Strom zu erzeugen und auch Strom zu nutzen. Beim Earth Overshoot Day geht es ja nicht nur um CO2, sondern generell um Ressourcen, die zu sehr verbraucht werden auf der Erde. Mal abseits vom Thema CO2, haben Sie da Tipps, wo man ansetzen sollte, wenn man sagt, okay, ab morgen möchte ich die Ressourcen schonen? Also wir haben da vor 3 Jahren auch zufälligerweise eine Studie gemacht, wo wir geschaut haben, was sind die Big Points eines klimafreundlichen Konsums und was sind die Big Points eines umfassenden, umweltschonenden, ressourcenschonenden Konsums? Und die gute Botschaft ist, dass das im Großen und Ganzen ein und dieselben Maßnahmen sind. Das heißt, wir reden über die zentralen Felder Bauen und Wohnen, also Wärmedämmung, Wohnfläche, Energieerzeugung, Stichwort Wärmepumpe. Wir reden über das Stichwort Mobilität, also Flugreisen, Automobilität, spezifischer Spritverbrauch, E-Mobilität, Carsharing. Wir reden über Ernährung, also Höhe, Menge der tierischen Produkte, die ich zu mir nehme. Das zahlt alles sowohl für den Klimaschutz als auch für den Ressourcenschutz ein. Und das macht dann wiederum unseren CO2-Rechner vom Umweltbundesamt so spannend, weil ich da tatsächlich mit dieser Vereinfachung, dass ich einfach nur auf das CO2, auf die Treibhausgase schaue, es schaffe, tatsächlich unterschiedliche Konsummaßnahmen miteinander zu gewichten. Alles klar, das macht doch Hoffnung, dass es vielleicht gar nicht so komplex ist, wie diese Aufgabe am Anfang erscheint. Vielen Dank für die Tipps, Herr Billertz. Gerne. Das war Handelsblatt Green und Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green@handelsblatt.com. Ich bedanke mich bei den Kollegen für die Produktion. Und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.